Herzlich willkommen zur Europazeit, dem Europatalk aus der Europäischen Akademie Berlin. Digitale Revolution hört man seit längerem, wenn es um digitale Technologisierung, um soziale Medien, um Netzpolitik geht. Jede neue Revolution braucht aber zumeist auch neue Spielregeln. Und darüber möchte ich heute sprechen. Und zwar, wie kann man die Potenziale der Digitalisierung und der digitalen Technologien heben, ohne die Risiken aus dem Blick zu verlieren? Wie sieht eine kluge Netzpolitik aus? Und brauchen wir dafür nicht eine europäische Agenda? Ich darf dazu begrüßen, ganz herzlich willkommen, Géraldine de Bastion. Sie sind Fellow bei der Stiftung Neue Verantwortung, eine Denkfabrik hier in Berlin. Sie verantworten ein Projekt, das sich nennt Europäische Digitale Agenda. Vielleicht mögen Sie das für uns kurz einordnen. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich leite ein Projekt innerhalb des Programms Europas Digital Agenda, das nennt sich Europas Beitrag zu einem freien und offenen Internet. Und dieses Projekt hat das Ziel, einen Dialog zwischen Deutschland, anderen europäischen Ländern und Ländern des globalen Südens voranzubringen, eben einen gemeinsamen Diskurs und eine gemeinsame Idee, wie wir die Zukunft des Internets gestalten wollen. Sie sagen eben europäische Dimension, mindestens und dann noch der globale Süden. Also das heißt, es ist auch schon sehr wichtig, keine nationalen Alleingänge in der Frage zu starten, denn das Netz ist, wie wir alle wissen, entgrenzt. Wir brauchen da ein größeres Regelwerk. Genau. Vielleicht sagen Sie uns noch mal kurz, was sind überhaupt die Anforderungen und Herausforderungen aktuell bei dem großen Thema Netz, World Wide Web, Digitalisierung? Ja, genau, das Internet ist ein globales Medium. Wir leben in einer zunehmend globalisierten Welt und deswegen ist auch wichtig, diese grundlegenden politischen Fragen, wo wollen wir denn hin in unserem Zeitalter, auch meiner Meinung nach auf globaler Ebene oder zumindest mit einer internationalen Perspektive zu diskutieren. Es gibt verschiedene Gremien, verschiedene politische Institutionen, die sich mit der Zukunft des Internets und Internetregulierung auseinandersetzen. Da hat Europa bislang eher durch passives Verhalten geglänzt, muss man sagen. Wobei wir jetzt einen Kommissar haben, den IT-Kommissar, also digitale Wirtschaft, Günther Oettinger, der dieses Ressort übernommen hat. Also man könnte auch sagen, das Ressort gewinnt Sichtbarkeit, gewinnt an Bedeutung. Sehen Sie das so? Ja, also es gab ja auch vorherige Kommissare für diesen Themenbereich. Herr Oettinger ist jetzt nur jemand, den man nicht gerade als Digital Native bezeichnen würde. Trotzdem ist die Besetzung mit einem deutschen Kandidaten insofern für uns aus Berliner Perspektive vielversprechend, weil wir natürlich auch versuchen, aus deutscher Sicht dort Lobbyarbeit zu machen, damit sich Herr Oettinger auch für Verbraucherrechte, für Menschenrechte und Bürgerrechte im Internet einsetzt und nicht nur zum Beispiel für wirtschaftliche Interessen. Genau, aber es gibt auch noch viel zu tun auf dieser Seite. Man könnte sagen, dass Europa eine neue, besondere Verantwortung zukommt, gerade nachdem die USA nach den Enthüllungen von Edward Snowden und dem Bekanntwerden der globalen Massenüberwachungsprogramme der NSA an Glaubwürdigkeit und Vertrauen verloren hat. Da kommen wir gleich darauf zu sprechen. Ich würde gerne noch für einen kurzen Moment bei den Potenzialen bleiben. Ja. Und Sie haben es auch schon genannt. Auf der einen Seite ist das ein globales Medium, das auch mobilisieren kann. Gleichzeitig birgt es gewisse Risiken. Aber was sind vorneweg, würden Sie sagen, die Potenziale, die die Kommunikation im Netz birgt? Ich glaube, die Digitalisierung, und das haben wir auch mittlerweile alle und auch alle Politikfelder erkannt, durchdringt einfach alle Art und Weisen des Lebens. 2 Milliarden Menschen haben Zugang zum Internet, Tendenz stark steigend. Genau, also über 40% der Weltbevölkerung mittlerweile und vor allem auch durch mobile Technologien. Und ob das jetzt in Ländern wie Kenia sind, wo die Handys durch mobile Zahlungssysteme das Bankwesen revolutioniert haben, oder auch in der persönlichen und beruflichen Kommunikation natürlich, oder auch in Fragen der politischen Partizipation, wo es auch in vielen Bereichen interessante Öffnungen der Kommunikation zwischen Bürger und Staat gibt. Natürlich findet in all diesen Bereichen eine Veränderung durch die Digitalisierung statt und natürlich auch zum Teil auch im Positiven. Natürlich auch bringt das gesellschaftliche Fragestellungen mit sich auf, mit denen man sich meistens, finde ich zumindest, in einem öffentlichen breiten Diskurs auseinandersetzen sollte.
So, jetzt kommen wir zu den, ich sag mal, Gefahren oder Risiken. Sie haben es ja auch schon so ein bisschen anklingen lassen. Es braucht, oder das wird immer wieder diskutiert, eine Regulierung. Also das Netz, die Netzpolitik ist ja nicht, jeder kann machen, was er will. Da geht es um den Schutz der Freiheitsrechte, es geht um Datenschutz. Wo würden Sie im Moment sagen, das muss auf die Agenda, mindestens auf die europäische Agenda, damit man das reguliert und vielleicht auch sichert und schützt? Ja, es gibt einige Themen, die gerade oben auf der, sagen wir, europäischen digitalen Agenda stehen, die auf jeden Fall dieses Jahr angepackt werden. Dazu gehört das Thema Datenschutz zum Beispiel. Also wie kann auf europäischer Ebene eine bessere Regulierung, eine bessere Zusammenarbeit der einzelnen Mitgliedstaaten im Bereich Datenschutz stattfinden? Da gibt es natürlich einige Länder, die haben viel schwächere Bestimmungen als Deutschland. Und deswegen ist es sehr sicher wichtig, dass wir nicht runterschrauben in Sachen Datenschutz, sondern unsere Standards zum Schutz der Privatsphäre da aufrechterhalten. Ein weiteres Thema ist natürlich weiterhin Überwachung und die Freiheit des Internets als solches. Gerade im Zuge der politischen Diskussion nach den schrecklichen Anschlägen in Paris auf das Magazin Charlie Hebdo sind zum Beispiel auch wieder Forderungen zur erhöhten Speicherung von Daten, also der Vorratsdatenspeicherung oder auch zum Verbot von Verschlüsselungstechnologien laut geworden. Und gerade Verschlüsselungstechnologien sind eigentlich unter den Lösungen gewesen, wie wir uns in Zukunft gegen Überwachung schützen könnten. Also da sieht man, da passiert noch eine sehr hitzige Diskussion in den nächsten Monaten. Und die hitzige Diskussion, die vollzieht sich ja nicht nur innerhalb derer, die Netzpolitik machen und gestalten, sondern auch der Zivilgesellschaft. Auch hier gibt es unterschiedliche Ansätze. Sie engagieren sich aktiv auch in verschiedenen anderen Foren für eine aktive Zivilgesellschaft zum Schutze der Datenschutz und der persönlichen Freiheitsrechte im Netz. Also wie löst man dieses Dilemma auf? Sie haben es gerade gesagt, Verschlüsselungstechnologie schützt einerseits den Einzelnen. Auf der anderen Seite haben wir auch transnationale Probleme wie Cyberterrorismus und anderes mehr. Also wie kommt man da zu einer sinnvollen Balance? Genau, also ich bin zum Beispiel Mitglied von einer Organisation hier in Deutschland, die Digitale Gesellschaft e.V. Und dieser Verein setzt sich für Verbraucherrechte, für Menschenrechte, Bürgerrechte im Internet ein. Es gibt sehr starke wirtschaftliche Lobbys, also auch zum Beispiel die Vertreter von Google und Facebook und Co. Oder auch die der Telekommunikationsunternehmen, die sich sowohl auf deutscher als auch auf europäischer Ebene natürlich für ihre Interessen einsetzen. Und da finden wir es wichtig, eben auch eine Gegenstimme aus Bürgersicht zu leisten. Und was sehr schön ist und sich zunehmend entwickelt, dass es auch in anderen europäischen Ländern natürlich zivilgesellschaftliche Organisationen gibt und wir uns auch auf europäischer Ebene zum Beispiel durch die Dachorganisation EDRI zusammenfinden und gemeinsam unterstützen. Das heißt, wir suchen konstruktive Wege, wie wir ein freies und offenes Internet erhalten können, wie wir die Grundrechte jeden Einzelnen auch schützen können und trotzdem natürlich in eine positive digitale Zukunft vorangehen können. Über die positive digitale Zukunft sprechen wir nochmal zum Schluss. Vielleicht doch noch mal ein kurzes Schlaglicht auch auf die Wirtschaft. Wir haben ja, unseren Kommissar haben wir ja schon erwähnt, Ziel der Europäischen Union ist es ja, einen digitalen Binnenmarkt zu schaffen und ja, auch die IT als Thema zu verankern, das auch zusammenhängt mit Sicherheit, mit wirtschaftlicher Prosperität. Wie schauen Sie da, sowohl aus Ihrer Projektperspektive auch als Aktivistin, auf dieses Thema? Wie kann man IT und diese Freiheitsrechte, die Sie erwähnt haben, im Bereich der Wirtschaft sicherstellen? Ja, ich freue mich unter anderem sehr, dass die Bundesregierung auch dieses Thema für sich in Deutschland entdeckt hat und jetzt unter dem Stichwort Industrie 4.0 auf Bundesebene, aber natürlich auch europaweit einiges voranbringen möchte. Das finde ich erstmal sehr begrüßenswert, vor allem wenn das in Richtung auch Breitbandausbau in Deutschland geht und wirklich der Befähigung von Bürgern und Unternehmen an dieser digitalen Welt teilzuhaben. Da ist auch in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen geschlafen worden und sehr schön, dass da so eine neue Dynamik eben dran geht. Gleichzeitig ist es natürlich wichtig zu sehen, dass wir sowohl die wirtschaftlichen Chancen nutzen, auch die politischen Chancen im Blick haben und auch gleichzeitig eben sehen, wie wir das Ganze eben gemeinsam mit Bürger und Staat in Zukunft gestalten wollen. Und das bringt mich zu meiner Abschlussfrage. Sie haben von einer positiven digitalen Zukunft gesprochen.
Wie stellen Sie sich sie vor und wie kann man sie entwerfen und gestalten, eben in der Balance all dessen, was wir gerade besprochen haben? Ja, also ich stelle mir vor, dass wir in Zukunft weiterhin freie, offene und gleichberechtigte Netze haben. Also dass zum Beispiel nicht bestimmte Anbieter oder bestimmte Absender bevorzugt werden, sondern wie es auch weiterhin gewesen hat, jeder die Chance hat, von dem neuen kleinen Startup zu dem großen Internet-Erfolgsunternehmen zu werden. Ich stelle mir vor, dass wir Bürger schützen, sodass sie möglichst frei kommunizieren können. Das ist für uns hier in Europa wichtig, aber stellen Sie sich auch Aktivisten in Ländern autoritärer Regime zum Beispiel vor oder in Konfliktländern. Auch da ist es natürlich sehr wichtig, dass Menschen die politische Entfaltungskraft des Internets und die Fähigkeit, die es jedem Einzelnen gibt, sich mitzuteilen und auszutauschen, auch schützt. Und dazu haben wir auch in Europa hier eine Verantwortung, zum Beispiel wenn es dazu kommt, wie wir Software, die in Europa hergestellt wird, die auch zur Überwachung dienen kann, regulieren und anderen Ländern zur Verfügung stellen. Ja, Sie haben uns da ein ganzes Paket mit auf den Weg gegeben. Ganz herzlichen Dank, Geraldine de Bastion von der Stiftung Neue Verantwortung und zu dem Projekt Europäische Digitale Agenda. Ich sage danke fürs Zusehen und bleiben Sie dran.